Hello, die Jungs von TH Number 74. Ihr Moin. spielt für uns ein geiles Konzert am 3.9. Und vorab natürlich auch ein paar Fragen an euch. Nämlich, was ist dein Grund zum Feiern? Ich würde sagen, jedes Konzert, oder? Ja, okay. Also geilen Punkrock kann man eigentlich immer feiern. Und natürlich besonders, wenn man live auf der Bühne sein kann. Das ist eigentlich immer ganz geil. Ich finde, Okay. man braucht nicht mal unbedingt einen Grund. Man Feiern geht geht auch ohne immer. Grund. Feiern geht immer. Das ist das Motto, alles klar. Wie würdet ihr denn eine Leiche verstecken, wenn ihr eine hättet? Bei meiner Ex-Freundin. Alternativen oder alle zur Ex-Freundin? Warum eigentlich nicht? Beiden weg. Nee, keine Ahnung. Ich würde sie vergraben, aber im Wald. Ich glaube, bei Verbrennen bleibt nicht viel übrig. Vergraben, also erst ein Loch buddeln und dann mit Benzin und dann. Ja, okay, du hast es raus. Ja. Okay, konkrete Pläne, alles gut. Wie lautet denn euer Lieblingsschimpfwort? Ich bin so ein Fuck-Mensch. Ich sag immer so, fuck. Okay, also Anglizismus pur. Ja, schon. Also. So verfickte Scheiße oder so. Irgendwie sowas Okay, halt. tüt. Ich verwende immer gerne einfache Sachen, so wie Dummkopf. Ja. Und dann werte ich die aber noch auf, so mieser Dummkopf. Okay, es gibt noch Attribute. Fieser Dummkopf. Aber nichts Schwäbisches tatsächlich. Also es gibt keine Grasdackel bei euch oder so. Nö. Nee, nee, okay. Habt ihr eine Ausrede, wenn ihr zu spät seid? Ich bin nie zu spät. Ah, wie geht das? Gute Organisation. Okay. Wenn ich zu spät bin. Ich bin natürlich immer so ehrlich und sage, ja, ich kam leider nicht früher los. Nee. Straßenbahn hat einen Platten. Ja. Ja. Stau auf dem Viadukt, gell? Ihr seid Ja, also okay. voll pünktliche Zeitgenossen quasi. Also man versucht es immer, gell? Ja, von der Band sind wir echt pünktlich. Ja. Okay. Manchmal überpünktlich. Meistens sind wir immer viel zu früh da. Ja, bei Konzerten sind wir schon motiviert. Dann geben wir uns schon Mühe. Ja, aber so in eurem normalen Leben. Ich schiebe immer alles gerne auf den Verkehr. Okay, Verkehr, alles klar. Ja, Ja, Verkehr ist immer, oder? Ja. Stau. Okay. Ja. Was geht gar nicht unter Kollegen? Lügen. Hinterfotzigkeit. Okay, also Unehrlichkeit. So. Ja, genau. Also ich glaube, wir sind alle irgendwie, dass wir ziemlich schnell das Maul aufmachen, wenn uns irgendwas nicht passt. So. Und ich glaube, das muss man dann ertragen, aber es ist ehrlich. Ja, genau, lieber so rum als anders. Okay. Ja. Deswegen seid ihr auch schon. Wie lange seid ihr schon eine Band? Ihr seid schon lange eine Band. Ja, 7 Jahre. Über 7 Jahre, ja. Das verflixte 7. Jahr, Leute. Ja. Okay. Was ist denn euer wichtigstes Arbeitsutensil? Gitarre? Bei der Band oder im Privat? Generell. Ja, meine Hände. Deine Hände? Sowohl bei der Band als auch. Also Hände kann man immer brauchen. Ich meine, ich kann alles in die Hand nehmen, aber nichts funktioniert so, wie ich es bedienen soll. Also, es ist, wie es Also ist. deine Hände sind echt quasi Gold wert. Genau. Okay, die goldenen Hände. Ich quatsche immer ganz schön viel. Also dein Mundwerk? Schon, ja. Okay, ja, ist wichtig. Fabi? Der Kopf drumherum und die Organisation ja. haben wir gerne im Griff. Du Fabi ist ein Stratege. Ja, okay. Schachspieler? Ja, mal hier und da, okay. Okay. Tatsächlich keine Objekte, wirklich nur wir. Okay, sehr schön. Und Dann alles uns. freuen wir uns natürlich, euch live zu sehen. Und bis dahin, viel Spaß. Danke, bis dann.